Sieht euer Stichbild trotz immer höher drehen der Fadenspannung nicht mehr ordentlich aus? Eure Maschine ist nicht gleich kaputt, denn oft reicht schon, sie zu säubern und zu ölen. Ihr solltet eure Maschine auf jeden Fall mal auspinseln, wenn die Nadel abbricht, denn die Spitze muss unbedingt raus. Auch eingeklemmte Fäden solltet ihr auf jeden Fall sofort entfernen, wenn Fitze entstehen und Dreck hochkommt. Und ölen solltet ihr spätestens, wenn eure Maschine klackert oder laut und hart klingt. Und wenn eben eure Fadenspannung nicht mehr stimmt. Wenn ihr täglich näht, macht es ruhig alle 1 bis 2 Wochen. Und auch wenn ihr nur ganz selten näht, macht es wenigstens 1 bis 2 Mal im Jahr, damit eure Maschine nicht festfährt. Ich bin Jessie und ihr seht... Zuallererst solltet ihr eure Maschine ausschalten, denn Arbeitsschutz geht vor und dann könnt ihr eure Spulenkapsel mit Spule sowie auch den Oberfaden entfernen. Im Grunde müssen wir alles entfernen, was uns stören könnte, wie Füßchen und Obertransporteur. Dann müsst ihr eure Stichplatte entfernen, manche sind noch zusätzlich mit einer Schraube gesichert, je nach Gerätetyp, bei meiner ist das nicht der Fall. Und dann könnt ihr auch schon damit anfangen, eure Platte oben einmal abzupinseln. Meine Maschine war nun wider Erwarten gar nicht so dreckig, wie ich dachte, aber ölen war trotzdem mal nötig. Schiebt dafür auch euren Untertransporteur zur Seite, sodass ihr besser an das Spulengehäuse rankommt. Auch hinter dem Spulengehäuse sammelt sich ganz oft ganz viel Dreck an. Mit einer Nadel könnt ihr dann noch einmal die Rillen eures Untertransporteurs reinigen. Und auch noch andere Stellen, wo sich der Dreck gerne sammelt. Ihr solltet auch die Außenseite eures Spulengehäuses einmal abpinseln, während ihr das Handrad bewegt. Und mit einem weichen Pinsel lässt sich der Staub noch einmal viel besser einfangen. Zudem solltet ihr auch eure Nadel- und Stoffdrückerstange nicht vergessen, sowie auch eure Einfädelhilfe, denn diese verstaubt auch immer ganz schnell. Und dann kommt das Öl. Keine Angst, es geht ganz schnell. Ihr braucht einfach nur einen kleinen Tropfen Öl da unten auf diese Spitze, die sich bewegt, zu tropfen. Nicht so viel wie ich. Und dann mache ich immer nochmal einen Tropfen in die obere Lücke. Die seht ihr, wenn ihr euer Handrad bewegt. Und das war's auch schon. Dann könnt ihr eure Maschine mal kurz anschalten und das Pedal kräftig durchdrücken. So verteilt sich das Öl schön im Gehäuse. Das überschüssige Öl, das daneben gegangen ist, solltet ihr gut entfernen. Und bevor ihr eure Stichplatte wieder einsetzt, solltet ihr auch diese säubern. Und dann könnt ihr wieder euren Untertransporteur und euer Füßchen einsetzen. Dann nähe ich erst einmal ohne Faden mit der Maschine. Ich nehme dazu gern ein Stück Küchenrolle, ihr könnt aber auch einfach ein Stoffstück nehmen. In der Spulenkapsel verfängt sich auch manchmal Dreck. Und danach könnt ihr einfach eure Fäden wieder einfädeln. Das ist übrigens die perfekte Gelegenheit, um einmal die überflüssigen Garne auf euren Spulen abzunähen. Denn jetzt nähen wir erst einmal ein Stück weiter, um das Öl, das von den Fäden noch mit in den Stoff gesaugt wird, aufzufangen. Deswegen solltet ihr auch am besten als nächstes Nähstück nichts Weißes oder Helles nähen, denn es könnte doch kurzzeitig zumindest passieren, dass noch ein Tropfen Öl hochkommt und deswegen lieber etwas Dunkles oder Schwarzes nähen. Zum Schluss solltet ihr auch noch einmal die Oberseite eurer Maschine abpinseln, denn diese staubt auch immer total schnell ein und dann sollte eure Maschine wieder wie neu glänzen. Wenn ihr Probleme habt, eure Nähmaschine einzufädeln oder gern mal doppeltes Garn verwenden wollt, könnt ihr gern auf das obere Video klicken oder auf das untere Video, welches euch vielleicht auch interessieren könnte.
Wenn euch das Video weitergeholfen hat, drückt gern einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video.